Einen wunderschönen guten Abend hier am 30.03.2018. Ja, soweit sind wir schon. Ich habe mir jetzt gerade ein paar Minuten den Kopf zerbrochen, was nächste Woche so an Videos kommen könnte. Dadurch, dass das Problem ist, dass wir aktuell Osterfeiertage haben morgen, oder gesagt heute schon, es ist ja heute sogar schon Ostern, gestaltet sich das aktuell etwas schwierig nächste Woche, also mit der kommenden Woche für Videos. Ich habe jetzt mal so einen groben Upload-Plan schon mal fertig gemacht, was so kommen könnte. Also GC fahren wird auf jeden Fall kommen. Dafür werde ich sorgen, dass ich das zur Not auch alleine aufnehme. Mal schauen, ob ich kurzfristig noch besagte Person X dazu bekomme. Kann ich aber spontan noch nicht sagen, dass das was wird, ob wir nächste Woche Freitagabend live gehen können, weil aktuell kommt ja überhaupt nichts mehr planmäßig außer GC fahren. Das habe ich auch ein bisschen geschoben. Dass zumindest, falls nur GC fahren kommen soll, T, was gut aus möglich sein kann, damit Maurice und ich auch ein bisschen Urlaub machen können, wir an unserem Streamprogramm oder Aufnahme-Streamprogramm nochmal arbeiten können. Denn Maurice und ich haben Dienstag einen Termin zusammen und da werden wir dann auch im Atemzug, wenn ich dann schon mal bei ihm bin, sein Stream-Programm, also OBS, mal auffrischen und updaten. Ich muss auch noch einiges fertig machen für sein OBS und auch für mein OBS. Das heißt, deswegen, diese Woche treten wir mal etwas kürzer. Aber es soll nicht sein, dass es überhaupt keine Videos kommt. Natürlich, GC-Farm geht planmäßig weiter. Gut, planmäßig übertrieben ist, kommt ein bisschen verteilt, damit das so mit den Folgen und so weiter halt so ein bisschen hinkommt, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass wir Freitag am Stream, deswegen kommen Sonntag noch eine Folge. Farm Manager 2018, wie es da blau angekündigt ist, könnte sein, dass es dann schon kommt. Release ist laut Steam am 6. mich, am 6. April. Egal. Ist am 6. April, das heißt Freitag. Ob ich es schaffe, Freitag schon aufzunehmen, will ich aktuell noch nichts Hundertprozentiges drüber sagen, aus dem ganz einfachen Grund. Ich weiß halt nicht, wie mein Tagesablauf da sein wird. Es kann sein, dass ich es schaffe aufzunehmen, weil ich auch Glück habe, dass ich an dem Freitag nicht arbeiten muss. Das, was grundsätzlich schon mal ganz angenehm ist. Aber man weiß halt nie, was noch dazwischen kommen kann. Es kann halt so vieles passieren. Ja, das heißt, es könnte sein, dass Farm Manager kommt. Wenn es freitags nicht kommt, kommt es spätestens Samstag im Laufe des Tages. Vorausgesetzt, der Release wird verschoben, das Spiel ist nicht spielbar oder sonstige Sachen. Das Spiel steht auf meiner Liste. Hätte ich's, ja, ich hätte es schon gekauft, würde man es jetzt schon über Steam kaufen können. Dann habe ich ja hier noch so zweimal so Fragezeichen. Also es gibt ja aktuell den Dienst und den Donnerstag, wo aktuell noch überhaupt kein Videomaterial kommt. Überhaupt noch nicht. Da werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen, dass ich da noch irgendwas finde. Es kann sein, dass es OMSI wird, es kann sein, dass es CSGO wird, es kann sein, dass es Rambo wird, es kann Formel 1 2015 werden, es kann Bausum, es kann einfach alles werden aktuell. Es ist halt aktuell halt einfach so ein, diese Woche so ein bisschen halt, wir quetschen mal ein bisschen was zusammen. Wir gucken halt, dass wir die Tage einigermaßen füllen können mit mindestens einem Video, um halt einfach dafür zu sorgen, dass überhaupt ein bisschen was kommt, bis wir dann in kommender Woche, also nicht Kalenderwoche 14, sondern Kalenderwoche 15, dann da wieder planmäßig mit den ganzen Videos und dem ganzen Output, den wir halt haben, starten können, weil dafür werden wir dann wieder vorproduzieren, werden aufnehmen. Es wird sich wahrscheinlich ändern. Farm Manager wird, wenn es wirklich gut spielbar ist, wird es natürlich auch wieder ein festes Projekt von mir werden. Das heißt, der 18-Uhr-Slot wird wieder wöchentlich gefüllt. Ja, Maurice und ich bin jetzt einfach mal so frei, um hier darüber mitzureden. Wir haben es das letzte Mal umschrieben, würde ich mal sagen, aber Maurice und ich, wir planen aktuell einen 12-Stunden-Stream noch in dieser letzten Ferienwoche abzuhalten. Wann wir das genau machen, ist aktuell leider fraglich. Ob wir es schaffen, ist auch fraglich, denn es spielen halt aktuell so viele Faktoren in diesen Stream mit rein. Vor allem auch, was wird gespielt. Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir aktuell auch der Content nicht so hundertprozentig auf unserem Kanal. Aktuell läuft halt auf unserem Kanal nur richtig OMSI. Ich will aber jetzt nicht 24 Stunden lang OMSI bringen, weil ich halt einfach merke, ja, OMSI macht mir Spaß. Ich fahre jeden Tag meine 2, 3 Stündchen OMSI, also Videomaterial für OMSI hätte ich genug, aber ihr wollt nicht jeden Tag die SB24 sehen.
auf Ruhrgebiet, oder ihr wollt nicht jeden Tag Ruhrgebiet sehen, ihr wollt andere Sachen sehen. Dadurch, dass ich aber eigentlich zu 90% nur Ruhrgebiet fahre, außer morgen Abend, also nee, heute Abend, Entschuldigung, heute Nachmittag, 12:20 Uhr. Wenn ich Bock habe, streame ich heute Nachmittag noch. Ist jetzt keine Ankündigung, aber wenn ich Lust habe, streame ich oder ich nehme auf, dann kommt Omsi, keine Ahnung. Ich weiß aktuell nicht so hundertprozentig, was ich oder was wir genau machen sollen, denn es hat in der Zukunft gezeigt, dass ein paar Projekte richtig gut angekommen sind, ein paar Projekte wieder nicht gut angekommen sind, zum Beispiel Rainbow ist ein Projekt, was nicht gut angekommen ist. Bausum kommt extrem gut an, was wir aber aktuell halt nicht schaffen, weil wir dieses Team an 4 Leuten aktuell nicht unter einem Hut kriegen, weil dann ist der nicht da, dann ist der nicht da, dann sind die nicht da. Das bringt aktuell nicht. Wir versuchen es wieder natürlich auch für Kalenderwoche 15 wieder ans Laufen zu kriegen. Versprechen möchte ich da aber leider aktuell leider noch nicht. Weil es halt einfach dieser Problemfaktor sein kann mit nicht genug Leute oder irgendwas geht kaputt. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Videoformat-Vorschläge habt, würde ich frage jetzt einfach mal. Grundsätzlich, man kann vieles machen. Ich muss mich auch nochmal mit Maurice unterhalten, wenn wir dann am Dienstag eh unseren Termin haben, um halt einfach mal zu beratschlagen, wie es weitergeht, denn wir sind auch aktuell am Grübeln, ob wir uns wieder einen LS-Server holen, weil es aktuell von unserem Anbieter einen sehr schönen Preisnachlass gibt, wo man sagen kann, oh, dafür könnte man sich echt wieder einen Server holen. Ja, das ist aktuell auch noch so eine Sache. Wir wissen es noch nicht, ob wir es machen, wenn wir es machen, wie wir es machen und so weiter. Das heißt, das ist alles so eine Sache, wo man halt denken muss, macht man's nicht. Gut. Aber ich denke, das soll es gewesen sein. Ihr wisst, was kommt. Das ist der vorläufige Plan, den ich heute am 30.03. gemacht habe. Es kann sein, dass er sich noch ändert, wenn irgendwas passieren sollte. Irgendwo ein Video mir planmäßig schön passend in die Quere kommt. Wenn irgendwas privat spielen, was sich gut aufpasst. Werdet ihr es natürlich erfahren. Werdet ihr es natürlich im Upload-Plan, der am Sonntag, den 1. kommt. 1.4. ist schon alter Vater. Der am 1.4. kommt. Sehen. Ich denke mal, Upload-Plan wieder 19 Uhr standardgemäß. Da steht's auch. Aktualisiert jeden Sonntag gegen 19 Uhr. Da könnte man mal circa hinschreiben, weil ich schaff's auch nicht immer. Und da steht natürlich das aktuelle Datum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir machen jetzt, denke ich mal, eine Woche gute Ferien, Maurice und ich. Wir werden noch ein bisschen an unseren Programmen, an der Technik rumschrauben, dass wir es dann mit einer frischen Technik in den neuen Monat April gehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Heute um 12 Uhr. Omsi. Nee, Omsi kommt nicht. Entschuldige mich auch deswegen nochmal, Omsi kommt nicht, weil aktuell die neuen Touren, die neue SV auf BBS nicht fahren lassen. Aktuell fahre ich nur BBS. Vielleicht kommt da auch nächste Woche nochmal was. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu einem anderen Video wieder. Bis dann. Danke. Ciao.